Letzte Woche habe ich ein Aluminiumunternehmen gekauft und ich kann mich noch gut erinnern, als ich ein Kind war und die Sandwiches nicht mehr in Aluminium verpacken musste, sondern in Plastik, weil das umweltfreundlicher war. Das hat mich auf eine Idee gebracht. Und ich habe die Obermatt-Rang-Datenbank nach Unternehmen abgesucht, die Plastik produzieren. Und ich habe tatsächlich ein Unternehmen gefunden, in England, mit dem Namen RPC. RPC könnte für Royal Plastics Corporation stehen. Ich habe aber keine Hinweise dafür gefunden. Aber sie sind wirklich die Royal Plastics Corporation. Sie machen nur Plastik, weltweit. Was besonders überraschend ist bei RPC, ist, dass sie sowohl gute Obermatt-Value-Ränge haben, als auch gute Obermatt-Wachstumsränge. Und das ist ziemlich selten. Und ich frage mich, warum dann so ist. Eine Antwort sieht man hier. Plastik verschmutzt die Gewässer. Das wissen heute alle. Und aus diesem Grund hat Plastik einen schweren Ruf, einen schlechten Ruf. Und dazu kommt noch, dass RPC, einen Aktionärskampf hatte, ein Shareholder-Fight. Das bedeutet, sie hatten schlechte News. Beides führt dazu, dass die Aktienpreise tiefer sind. Und für die Aktionäre, sind das eigentlich gute News. Und das Produkt Plastik ist wirklich ausgezeichnet. Es ist wasserdicht, es ist geruch- und geschmacksneutral, es ist dauerhaft, günstig und kann in jede Form gegossen werden. Wir haben also ein sehr gutes Produkt mit sehr guten Rängen. Und zum Verschmutzungsproblem, glaube ich, können wir es lösen. Schauen Sie den Zürichsee an. Der Zürichsee war früher sehr verschmutzt. In den 60er Jahren konnte man nicht darin baden. Heute ist er so sauber, dass man das Wasser trinken kann. Ich bin überzeugt, wir können die Plastikprobleme in den Griff kriegen. Und aus diesem Grund kaufe ich RPC. Das ist meine Entscheidung und ich wünsche Ihnen viel Glück mit Ihrer Entscheidung.